Code Words Festival of Speed. Das hier eingesetzte Fahrzeug ist ein Traumauto, das dank einer Zusammenarbeit von Red Bull Racing und dem Gran Turismo Team entstand und auf der Idee basiert, alle Reglemente über Bord zu werfen und einfach das schnellste Auto der Welt zu erschaffen. Zu den Haupteigenschaften gehört ein Ventilator, mit dem Abtrieb erzeugt wird, aber neben diesen Fan-Auto-Fähigkeiten bietet es auch ein unglaubliches Handling. Es wird Zeit, in eine völlig neue Dimension des Fahrens vorzustoßen. Und diese Zeit hat in sich 31 Sekunden. Nochmal 10 Sekunden schneller. Über 10 Sekunden schneller als mit dem Audi R18 nötig gewesen war. Okay, ich merke gerade, die Musik ist so leise, dass man sie gar nicht hört. Also kein Wunder, dass ich denke, es kommt keine Musik. Sie ist einfach so leise. So. Jetzt macht euch gefasst für das schnellste Auto, das man bislang gefahren konnte. Okay. Ihr seht ja, wie schnell es abgeht. Start von 2. Das Handling ist komisch bei diesem Auto. Okay, jetzt hab' sogar ich zu spät gebremst. Aber anhören tut es sich genial. Starte ich mal vom dritten los. Okay, ja. Verstehe ich, das war jetzt wirklich blöd. Okay. Der dritte Gang zu starten ist also gut. Okay, schon wieder dieser Fehler. Genau der gleiche wie vorhin. Aber es ist sehr schwer zu fahren, dieses Auto. Ohne Zweifel schneller als alle anderen. Und vor allem die Lenkung ist noch schwierig, weil wenn man ein bisschen mehr lenkt, dann lenkt er extrem. Und wenn man nicht viel lenkt, dann lenkt er auch nicht viel. Okay, ja, das war wieder mein Fehler, logisch. Okay, dritter Gang zum Losfahren. So schwierig. Es ist einfach schwierig, ihn in die richtige Position zu bringen. Blöder Fehler, blöder Fehler. Gang los, losfahren. Ja, klar. Nochmal. Yeah.
Okay. Dauert also noch ein bisschen. 2004. Gang. Das bringt es genauso. Also, vierter Gang zum Losfahren. Ja, klar. Okay, nochmal. Autsch, da wärst du tot. So, Vizegang. Auf der Dritter, auf gut. Ja, klar. Okay, nochmal. Was? Unglaublich. Wirklich sehr schwierig zu fahren. Der ist so gut dran gewesen. Okay, nochmal. Ah, verdammt. Jetzt wäre ich wirklich gut dran gewesen. Komm schon. Ach, das ist der ganz Beste. Ja, klar. Nochmal. Jetzt kann ich vielleicht testen, welchen Gang der beste Start ist. Ah ja, toll. Das hat gar nicht gepasst. Und im dritten? Nochmal einen zehnten schneller. Gott. Im dritten ist am besten, glaube ich. Okay, ja, da hab ich zu spät gebremst, okay. Ah, verdammt. Das wäre gut gekommen.
Ja, natürlich. Natürlich. Okay, nochmal vom dritten losstarten. Geschafft! Geschafft! Yes! Jetzt kann ich so wie Vettel machen. Haha! Yes! 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 So geht doch. Was für ein Start! Das ist brutal. Und dabei bin ich bloß versucht auf der Strecke zu bleiben. Aber man sieht jedes Mal, wie eng diese Strecke ist. Und wie schwierig es dadurch wird, auf der Strecke zu bleiben. So. Gewonnen. Wiederholung speichern. So, verlassen. Speicherdaten, Speicherdaten, Speichert, Speichert. GT bei Citroën Road Car. Geil. Jetzt kann ich noch auswählen, welche Farbe ich am besten wähle. Damit hätte ich ein Supercar jetzt. Gelb ist am besten. Ja, verwenden wir gleich. Goodwood Stammgast-Trophäe erhalten. Yay! Mal schauen. Citroën gibt es ja noch drei Versionen von diesem Auto. Ah, das ist der Concept. Die haben Mittelmotor und Heckantrieb. Das ist ein 4WD hier. Das Konzeptfahrzeug, das in einem Spiel weiterlebt. V8 Mittelmotor. Geile Karre. Okay. Damit hätten wir alles beendet eigentlich. An diesem Fahrzeug können keine Teile ausgetauscht werden. Ja, das kann ich gut verstehen. Okay, zum Zusammenfassen. Bei den internationalen B-Lizenz-Events haben wir Kartrennen gemacht. Bei der nationalen B-Lizenz haben wir alle anderen Events fertig gemacht. Also nationale B-Lizenz ist komplettiert. Nationale A-Lizenz muss man noch einiges komplettieren, und zwar zum Beispiel ja alles. Da gibt es noch einiges. 132 Sterne kann man da haben, ich habe 21. Missionsrennen müsste man noch machen. Die Markenrennen muss man noch machen. Da gibt es noch viel zu machen. Und die Kaffeepause-Herausforderung auch. Drift- und Kegel-Herausforderung. Kegel-Herausforderung hat man gar nicht gemacht, weiß ich.
welche Strecke und welche Kegelherausforderung ich mag. Mit nationaler B-Lizenz aus Gold. Okay. Und damit werde ich für heute beenden. Ich habe jetzt echt schon etwa 3 Stunden oder so aufgenommen, ich kann es nicht sagen. Aber es ist wirklich ein langes Let's Play gewesen. Okay. Gespeichert. Und damit sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Und tschüss, ne?